Die zweiaxiale Lenkung DAS von Mercedes ist die größte technische Überraschung der Formel 1 Saison 2020. Aber innovative Lenkungen gab es in der Formel 1 schon häufiger. Wir blicken zurück auf einige interessante Beispiele der jüngeren Formel 1 Vergangenheit. 1993 testete Benetton eine Vierradlenkung am B193. Der ehemalige Benetton-Mechaniker Steve Matchett schreibt später in seinem Buch, das Fahrzeug hätte sich damit nicht entscheidend verbessert, aber Benetton probierte bei den Rennen in Suzuka und Adelaide im gleichen Jahr im freien Training diese neue Lenkung nochmals aus. Im sogenannten Benetton B193C fuhren Michael Schumacher und Ricardo Patrese jeweils im freien Training mit dieser speziellen Lenkung, allerdings wurde diese Lenkung nicht im Rennen eingesetzt. Dem Weltverband FIA aber reichten diese Probefahrten bereits aus, um diese Art von Lenkung zu verbieten. Zur Saison 1994 wurden auch weitere Fahrhilfen verboten, wie zum Beispiel Traktionskontrolle, Antiblockiersystem oder eine aktive Aufhängung. Nur wenige Jahre später führte McLaren das sogenannte Brake Steering in der Formel 1 ein. Um was ging es dabei? Um ein zusätzliches Bremspedal im Fahrzeug, das entweder das linke oder das rechte Hinterrad gesondert anbremsen konnte. Mit Vorteilen für die Fahrdynamik in den Kurven. McLaren setzte dieses System Ende 1997 und in der Frühphase 1998 auch in den Grand Prix ein. Die Sache flog erst auf, als der berühmte Formel 1-Fotograf Darren Heath ein Bild aus dem Cockpit des McLaren MP4-12 gelang, das das zusätzliche Bremspedal zeigte. Dieses spezielle Bremspedal war kleiner als das eigentliche Bremspedal und links davon angeordnet. Der Fahrer konnte diese Zusatzbremse dazu nutzen, das Fahrzeug bei der Kurvenfahrt zu stabilisieren und eine bessere Geschwindigkeit zu erreichen. Rein technisch hatte dieses System auch den Vorteil, dass die Vorderräder nicht so stark einlenken mussten. Deshalb fielen die Luftturbulenzen ausgehend von den Vorderrädern auch geringer aus. Für 1998 verfeinerte McLaren das System und installierte einen Hebel am Lenkrad, womit die Fahrer gezielt entweder das linke oder das rechte Hinterrad ansteuern konnten. Die Konkurrenz hielt das McLaren-System für eine nicht erlaubte Vierradlenkung und meldete es dem Automobilweltverband, der daraufhin ein Verbot aussprach. 2020 präsentierte Mercedes schließlich seine zweiaxiale Lenkung DAS, die der Fahrer aktiviert, indem er das Lenkrad zu sich herzieht. Und hier schließt sich der Kreis zum Hebel von McLaren. Denn ursprünglich hatte Mercedes am Lenkrad einen Hebel vorgesehen, mit dem der Fahrer das DAS-System aktivieren könnte. Dem Weltverband FIA gefiel dieser Ansatz aber nicht. Im Dialog mit dem Weltverband kam Mercedes also erst auf seine eigentliche Lösung, die später am Auto verwendet wurde. Zu sehen ist die zweiaxiale Lenkung von Mercedes aber nur noch in der Saison 2020, denn für 2021 wurde dieses spezielle System schon wieder verboten. Mit DAS ergeht es Mercedes also nicht viel anders als Benetton und McLaren mit ihren innovativen Lenkungen.